Hallo zusammen, ich bin hier in einem T4 California Westfalia Ausbau, also hier mit dieser schönen Kühlbox, und dieser Kühlschrank kühlt nicht mehr. Er läuft zwar, wir hören das vielleicht ganz gering, aber er kühlt nicht. Was ist hier drin? Man sieht es nicht, hat es einen Lüfter. Und dieser Lüfter funktioniert nicht. Wenn ich ein Voltmeter nehme, kurz Licht einschalten, vielleicht sieht man es besser. Nicht ablegen, ja. Hier hängt der Lüfter plus und minus. Und wenn ich hier dazwischen gehe mit dem Voltmeter, zeigt es hier 12 Volt an. Der Lüfter dreht nicht. Wenn dieser Lüfter nicht funktioniert, bringt er die Wärme nicht weg, es kühlt nicht und der Kühlschrank läuft, der Kompressor läuft. Einfach hier den Lüfter ersetzen. Am besten kauft ihr euch zwei neue Gelenke. So mit Bajonettverschluss gibt es irgendwo, keine Ahnung wo, bei Aldi vielleicht. Und dann kommt ihr hier auch richtig gut dazu. Das Ding ist so dermaßen scheiße verbaut. Danke an VW und California. Man hätte es besser lösen können. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich werde jetzt diesen Lüfter hier ersetzen. Und dann läuft auch dieser Kühlschrank wieder.